Nachher folgt der Eröffnung am Freitag durch Christa Patz, erste Vorsitzende des Schützenvereins Suttmarberg, und dem Bierenstich durch Goslars Oberbürgermeisterin Ute Schwertner folgten an den beiden nächsten Tagen Umzüge, Kaffee und Kuchen sowie Konzerte der anwesenden Musikzüge. Sonntag kam noch das Ausschießen der Ratsehrenscheibe, das Schützenfrühstück sowie Ehrung und die Vorstellungen des neuen Königshauses hinzu.